wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Spannend. Da kommt einer aus dem ganz normalen Leben und plötzlich soll er irgendwas erzählen über Seelenschamanismus, Kommunikation mit der Seele. So wie gerade angedeutet, habe ich natürlich auch meinen Weg hinter mir. Ich bin geboren in Wien 1950. Wien liegt, glaube ich, wer das nicht genau weiß, in Österreich. Ja, es soll ja Leute geben, die das nicht wissen. Und bin mit meinen Eltern 1962 am Bodensee gezogen, bin dort aufgewachsen, meine Brüder haben Fußball gespielt, ich selber war mehr an dem Fluss, in dem Wald, bin dann ganz normal in das Business eingestiegen, in das Automobilgeschäft. Und hatte 86 meinen ersten Herzinfarkt. Wollte 4 Wochen Urlaub machen. Aus diesen 4 Wochen sind 6 Monate draus geworden. Ich bin in Montana gelandet, in Billings. Da gibt es einen ganz kleinen Ort, und da ist ein Indianerreservat von den Crow-Indianern. Und dort hatte ich dieses tolle Erlebnis, dass ich eine schamanische Ausbildung machen durfte, die 6 Monate gedauert hat. Diese Ausbildung war 6 Monate Intuition, Kommunikation nur mit der Seele, ohne ein Wort zu sprechen. War für mich eine irre Erfahrung, ich durfte sehr viel lernen. Ich habe ungefähr so gute 8 Wochen gebraucht, bis ich mich überhaupt an diese Technik gewöhnen konnte, aber phänomenal. Dann kam ich nach 6 Monaten zurück, ganz normal wieder in das schnelle Mammon-Business eingestiegen, Geld verdienen, hinter dem Geld herrennen. 96 hatte ich meinen 2. Herzinfarkt, aus dem 1. nichts mitgenommen, obwohl der Hinweis ganz klar war. 2004 hatte ich dann meinen 3. Herzinfarkt, habe 3 Stents bekommen und damit ich es jetzt endlich kapiere, dass ich was verändern sollte, habe ich die Diagnose Prostatakrebs bekommen. Und da wusste ich, jetzt sollte ich was verändern. Bin auf die Suche gegangen und phänomenal, und wie der Zufall so spielt, lernte ich Horst Krone kennen in Ulm. Und ich laufe an diesem Tag in Ulm spazieren, weil ich wieder ein Angebot hatte, meinen Betrieb zu sanieren, und mache morgens so ein Schaufensterbummel, komme an der Buchhandlung vorbei und da sah ich ein Plakat, dass heute Abend ein Vortrag ist. Da habe ich gedacht, naja, das höre ich mir mal an. Geistheilung hört sich interessant an, habe ich ja was gelernt in Montana. Und so kam ich an diesem Abend zu dem Vortrag. Und dieser Vortrag hat mich so fasziniert, dass ich im Internet recherchiert habe und bin nach Klagenfurt gefahren. In Klagenfurt fand eine Ausbildungsschule der Geistheilung statt. Und ich bin jedes Mal von Ulm zur Ausbildung nach Klagenfurt gefahren. So wichtig war das für mich. Und anschließend war die Ausbildung dann noch in Bad Aibel. Da habe ich den einen oder anderen, der hier sitzt, kennengelernt. Unter anderem den Günther. Wo sitzt er? Hier, den Günther habe ich da kennengelernt und kennenlernen dürfen. Und das war ein Meilenstein in meinem Weg. Dann bin ich natürlich gereist. Ich war in Brasilien, ich war auf den Philippinen, ich war in Russland. Ich habe 2 Jahre lang geschaut, wie arbeiten die Schamanen auf der ganzen Welt. Und aus diesen ganzen Erfahrungen, die ich mitnehmen durfte, habe ich meines kreiert. Die Sprache der Seele. Und da die Seele ja nicht reden kann, zeigt die Seele das in Sekundenschnelle über deine Finger, über deine Haut und über eine Beinstellung. Und ich habe viele Sachen in der Schule der Geistheilung gelernt, ich habe viele Sachen bei den Philippinen gelernt, in Brasilien, in Montana. Und im Laufe der Jahre hat sich mein eigener Stil entwickelt. Und ich entwickle mich immer weiter. Und das ist eine tolle Erfahrung. Und so wie der Horst seinen Oscar hat, habe ich meinen Teppich. Zu diesem Teppich gibt es eine Geschichte. Und auch zu dem Namen Rainbow Man, das ist nicht irgendwas, was man so sagt, Rainbow Man, sondern es hat einen ganz bestimmten Grund. Nach diesen 6 Monaten der Ausbildung hat mir mein Ausbilder, der Schamane Fred, diesen Teppich überreicht. Und wie er mir den Teppich gibt, kommt im Hintergrund gerade ein starker Regenbogen. Und
Deshalb hat er mich Rainbow Man getauft. Und ein anderer Schamane, der die Ausbildung mitgemacht hat, der hat in dem Moment, als er den Teppich bekommen hat, hat er gerade am Stück Holz gegriffen. Und so hat er ihn Talking Stick genannt. Und so hat jeder seinen Namen gekriegt, was die Natur gesprochen hat. Nicht, was der Verstand spricht, sondern was die Natur spricht. Und wir Schamanen, so wie wir das in Montana gelernt haben, und dort bezeichne ich mich dazu als Schamane, wir besitzen die Fähigkeit, niemanden zu heilen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass euch das bewusst ist. Wir können niemanden heilen. Gar niemand. Aber was wir können mit der Seele kommunizieren und wir sind in der Lage, die seelische Verletzung zu erfahren über deinen physischen Körper, diese Blockade aufzuheben und in der Sekunde beginnt die Heilung in dir selbst. Ihr müsst euch das etwas so vorstellen, so eine Blockade. Wir haben einen ganz großen See und der See ist ganz ruhig. Und ihr schmeißt einen Kieselstein in diesen See und ihr seht, wie die Wellen gleichmäßig nach außen laufen. Und jetzt liegt in dem See ein kleiner Holzbalken drin. Die Welle läuft bis zu dem Holzbalken, dort bricht die Welle und es entsteht eine Disharmonie in deinem Körper. Und wir nehmen nur diesen Holzbalken raus, die Blockade, und die Harmonie steht wieder da und dein Körper heilt sich selber. Aber wie entstehen solche Blockaden? Wo kommen diese Blockaden her? Und ich habe in der Zwischenzeit gelernt, über die Finger zu sehen, was dein Vater oder deine Mutter bei deiner Zeugung gedacht hat. Puh, das ist jetzt meine Aussage. Das ist meine Aussage. Und ihr werdet sehen, das hier soll nicht ein Vortrag sein, wo ich euch meine Sachen erzähle, sondern das soll ein Vortrag sein, wo ihr mir Fragen stellen dürft. Und ich werde euch in Sekundenschnelle, und ich werde keiner Frage ausweichen, nicht einer einzigen werde ich ausweichen, weil ich antworte nicht. Alles, was ich euch sagen werde, kommt durch mich. Durch meinen Fred. Und ich werde euch in Sekundenschnelle sagen, wo die Ursache sitzt. Und das sehe ich an euren Fingern. Ihr werdet überrascht sein. Das ist Seelenkommunikation. Seelenkommunikation auf einer anderen Art. Aber die für mich sehr, sehr überzeugend ist. Und was für mich ganz wichtig ist, ich bin kein Guru. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie auch. Ich trinke am Abend auch mein Weißbier und esse und frühstücke wie auch. Deshalb ist für mich ganz wichtig, alles was ihr hier hört von mir, was ihr sehen werdet, dass ihr eure eigene Meinung bildet. Und nicht hinter einem herrennt und denkt, das ist die Weisheit. Ihr solltet, so wie ich es auch getan habe, überall Erfahrungen sammeln, und diese Erfahrungen in euer Seelenbewusstsein mit einfließen lassen. Und ich durfte Erfahrungen sammeln vom Horst, vom Roger auf den Philippinen, vom Fred in Montana. Ich habe viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und das ist für mich der Grundstock. Dazu sollte ich mir ein paar kleine Grundinformationen haben. Wir Menschen, wir werden zu 95% aus unserem Unterbewusstsein gesteuert. Das Unterbewusstsein ist unser Bauchgefühl. Und dieses Unterbewusstsein, sagen wir im Schamanismus, stellt sich aus drei Sparten zusammen. Einmal das Vertrautheitsgedächtnis, alles, was wir ab der Sekunde der Geburt wahrgenommen haben. Und im Schamanismus ist die Geburt, wenn die Eizelle, die Samenzelle aufeinandertreffen und der Seelenstrahl dazukommt. Das ist die Geburt. Nicht, wenn wir das Licht der Welt erblicken. Und alles, was in diesem Zeitpunkt beginnt, alles, das prägt unseren zukünftigen Weg.
Alles, was wir hören, was wir fühlen, durch Schwingungen im Bauch der Mutter, durch Gedanken des Vaters, durch Gedanken der Mutter, das ist dafür stark für unsere Entwicklung verantwortlich. Kann man verantwortlich sagen? Nein, es prägt uns einfach in die Richtung, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir spüren, wie wir uns entwickeln. Und dann haben wir noch das schattenhafte Unterbewusstsein. Das schattenhafte Unterbewusstsein, sagen wir, ist die unmittelbare Erinnerung aus der letzten Inkarnation. Auch das ist eine ganz starke Prägung, wie wir uns entwickeln, wo wir unsere Ängste steuern, wie wir uns greifen, wie wir uns in unserer ganzen Entwicklung bewegen. Sind wir frei, sind wir gehemmt, sind wir blockiert. Dort wird auch viel gesteuert. Und dann haben wir noch den dritten Part, das nennt man das Zellgedächtnis. Das Zellgedächtnis sind alle Erinnerungen aus allen früheren Inkarnationen. Und das zusammen, das Zellgedächtnis, das schattenhafte Unterbewusstsein und das Vertrautheitsgedächtnis, das zusammen ergibt unser Bauchgefühl. Und dann kommt noch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Part dazu, zu dem Bauchgefühl. Man nennt es das innere Kind, innere Frau und innere Mann. Aber da kommt dann nachher ein Thema von der Susanne und da freue ich mich schon drauf, weil sie ja auch in dieser Thematik ganz stark drin ist. Auch das ist verantwortlich, dieses Bauchgefühl. Wie denken wir, wie fühlen wir, wie leben wir unser inneres Kind? Wer von euch hat die letzten 8 Tage an der Haustüre geklingelt, ist um die Ecke gesprungen, hat nachgeschaut? Wer hat das gemacht? Ja, das ist so ein typisches Zeichen, dass ihr euer inneres Kind gar nicht mehr lebt. Früher als Kinder habt ihr das doch öfters gemacht, oder? Ja. Das ist, glaube ich, Schelleputzen oder Klingelputzen oder so ähnlich. Aber das ist so ein typisches Zeichen, dass viele Leute ihr inneres Kind gar nicht leben. Oder wer lebt seine innere Frau wirklich richtig? Die innere Frau, die wirklich mal die Seele baumeln lassen will, indem sie ein schönes Bad macht, indem sie sich schöne Kerzen anzündet und ein Buch liest. Wer gönnt sich das? Wir leben... Oh, okay. Ich komme und kontrolliere das Badewasser. Das könnte ja sein, dass das schon kalt ist. Aber versteht ihr, wir leben in unserer Gesellschaft und wir werden sehr stark beeinflusst von unserer Gesellschaft und wir leben in dieser Gesellschaft vorwiegend unseren inneren Mann. Und das ist natürlich für unsere Seele Gift, wenn wir nur unseren inneren Mann leben. Wir sollten ausgewogen leben. Und ich will euch nur ein Beispiel sagen, warum leben viele Leute ihr Bauchgefühl nicht mehr? Stellt euch mal vor, ihr wacht morgens auf, ihr wollt eine Entscheidung treffen und dann auf einmal kommt diese Spatzenhirn da oben, diese 5%, die dann sagen, aber wenn du das so machst, dann passiert ja das und wenn du das so machst, passiert ja das und wenn du das so machst. Und dann übertönst du einfach aufgrund von verschiedenen Ängsten dein Bauchgefühl. Und du machst dann das, was eigentlich dein Verstand gesagt hat, die 5%. Und die haben dich im Griff, die 5%. Und hinterher sagst du dann, den Spruch kennt ihr alle, Scheiße, hätte es nur so gemacht, wie am Anfang gedacht, oder? Das ist so ungefähr typisch wie eine schwäbische Hausfrau. Hm? Eine schwäbische Hausfrau, wenn die Tomatensuppe kocht, dann nimmt sie ein italienisches Kochbuch. Und dann schaut sie nach, wie sie so eine Tomatensuppe machen soll. Aber kennt ihr den Unterschied zwischen einer italienischen Tomatensuppe und einer schwäbischen Tomatensuppe? Kennt ihr den Unterschied? Eine schwäbische Tomatensuppe, die Schwaben sind ja bekannt dafür, dass sie sparen, oder? Eine schwäbische Tomatensuppe ist heißes Wasser in einem roten Teller. Das muss man wissen. Das ist... Hallo? Das ist Grundinformation, das muss man wissen. So viel zu dem, wie wir aus dem Unterbewusstsein gesteuert werden. Und ich will euch nur mal so ein paar Beispiele sagen. Das Unterbewusstsein ist so mächtig und so kräftig, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, auf dieses Unterbewusstsein zu hören. Und wenn du mal in der Lage bist, und das durfte ich in Montana lernen, achte mal selber drauf, wenn du nachts spazieren gehst, in einem dunklen Wald, achte mal drauf, wie oft du stolperst, wie oft du gegen irgendwas rennst, wie oft du dich anschlägst. Ich habe 8 Wochen dazu gebraucht,
bis ich rennend nachts durch den dunklen Wald gehen konnte, rennen, weil mein Unterbewusstsein genau dafür gesorgt hat, wo mein Fuß abgestellt wird, wo mein Fuß sich hebt, wenn ein Ast kommt, wo mein Kopf sich senkt, wenn ein Ast kommt. Wir konnten nachts aufgrund, weil das Bauchgefühl wieder aktiviert war, in der Lage sein, nachts durch den Wald zu rennen. Und das haben wir alle verlernt, weil wir uns in der heutigen Zeit in dieser Hektik befinden. Und das ist katastrophal. Ich habe immer wieder dieses Thema, man sagt so dazu, von Grund auf neu, die Eizelle, die Samenzelle. Was hat die Samenzelle, was hat die Eizelle für eine Wirkung auf unser Leben? Die Eizelle und die Samenzelle, das ist ja der Lieferant der Eizelle, ist ja die Mutter, der Lieferant der Samenzelle, der Vater. Und stell dir mal vor, in Gedanken kann die Energie, die in der Samenzelle drin sitzt, dafür verantwortlich sein, dass ein junges Mädchen später nicht schwanger wird. Oder dass ein junges Mädchen später Probleme hat mit Männern, dass sie ein Beziehungsproblem hat. Auch hier geht es ganz weit zurück. Du musst dir vorstellen, wenn bei deiner Zeugung die Gedanken deines Vaters in dieser Samenzelle drin hängen oder in der Eizelle drin hängen, diese Gedanken, diese Schwingung, die da drin hängt, die steuert dein Leben. Und ich habe das immer wieder, wenn junge Mädchen zu mir kommen und die dann erzählen, dass sie versuchen, ein Kind zu bekommen oder dass sie in ihrer Beziehung ein Problem hat. Wenn wir dann ganz weit zurückgehen und die Blockaden aus der Eizelle und der Samenzelle auflösen, dort die Ursache auflösen, plötzlich wird sie schwanger. So tief hängt es zusammen. Wir machen uns da gar keine Gedanken. Und wichtig ist, an der Faust, hier an der Faust, kann man erkennen, hier ist geschrieben, was in deinem Seelenplan steht, wie viele Jungs und wie viele Mädchen du haben wirst. Und das ist das Phänomenale. Es gibt unglaublich viele Sachen, die wir nicht greifen können, die wir nicht fassen können. Ich werde mal vielleicht ein Beispiel erzählen. Da kam ein junges Mädchen zu mir, die hat in jeder Beziehung mit jedem Mann ein Problem. Und sie würde so gerne Kinder haben. Wir haben geschaut, in ihrem Seelenplan sind Kinder drin. Dann sind wir der Sache mal ein bisschen nachgegangen. Und dann konnte man an ihrem kleinen Finger konnte man sehen, was geschehen ist zwischen Vater und Mutter, als sie gezeugt wurde. Der kleine Finger hat mir verraten, dass der Vater vorher auf dem Fest war, Alkohol getrunken hat und dann die Mutter vergewaltigt hat. Und die Mutter hat in ihrem Gedanken bei der Zeugung in der Eizelle signalisiert, Männer sind Lumpen. Und deshalb hat sie ständig in der Beziehung immer wieder Probleme mit Männern. Und als wir das aus ihrem Unterbewusstsein, diese Blockade ausgelöst haben, hat sie einen ganz tollen Partner kennengelernt, wurde schwanger und ihre Kinder bekommen. Ihr seht mal, wie weit das zusammenhängt, die Macht der Gedanken. Und die Macht der Gedanken ist unglaublich stark. Aber das Phänomen, was noch viel, viel stärker ist, die Energie des Herzens ist 5000-mal stärker wie die Energie eurer Gedanken. Deshalb ist die Voraussetzung, dass wir in unsere Mitte kommen, die Eigenliebe, ist die Grundvoraussetzung. Wenn wir nicht in der Eigenliebe sind, dann sind wir auch nicht in der Lage, so wie ich es gestern Abend angedeutet habe, die Liebe nach außen zu schicken. Und wenn du keine Liebe sendest, wirst du auch keine Liebe bekommen. Und alle Unpässlichkeiten haben was mit der Eigenliebe zu tun, mit deiner Wertigkeit. Und jede Unpässlichkeit, wir sagen nicht Krankheit, wir sagen Unpässlichkeit dazu, jede Unpässlichkeit soll dir signalisieren, dass du nicht auf deinem Weg bist, den du ursprünglich beschlossen hast, deinem Seelenplan. So, aber wie kann man so eine Unpässlichkeit erkennen? Was hat die Unpässlichkeit zu sagen? Warum bin ich nicht auf meinem Seelenplan? Oder wie kann ich das deuten? Kann ich überhaupt selber das deuten? Was sollte ich verändern in meinem Leben? Du brauchst nur schauen, was kannst du aufgrund deiner Unpässlichkeit nicht mehr tun. Und wenn du hier die Zusammenhänge verstehst, was kann ich nicht mehr tun, dann brauchst du nur schauen, was soll ich in meinem Leben verändern, und in der Sekunde löst sich die Unpässlichkeit selber auf. So einfach ist das. Das ist die Sprache der Seele. Ja, wir haben verlernt, diese Sprache zu sprechen. Wir gehen zum Arzt
holen uns Tabletten, holen uns eine Spritze und machen den gleichen Trott weiter. War ja bei mir nicht anders. Ich habe auch, seit ich im Dezember 2004 meinen dritten Herzinfarkt bekommen habe, habe ich 3 Stents bekommen. Die Diagnose Prostatakrebs. Ich habe dann das Krankenhaus verlassen, war seither nie mehr beim Arzt, nehme bis heute nicht eine Tablette. Und da ich im Schwabenland aufgewachsen bin, war ich auch nie mehr beim Friseur. Ja, man kann sich viel Geld sparen, wenn man nicht mehr die Frauen wissen, da ein Lied zu singen, oder was ein Friseur kostet. Und wenn man sich dessen mal bewusst ist, wie unser Leben so aufgebaut ist mit den Unpässlichkeiten und woher die kommen. Und da gibt es ja tolle Sichtweisen, warum so eine Unpässlichkeit. Ich versuche halt mal nur ein Beispiel zu sagen mit Gichtrheumatose. Viele Frauen, viele Männer haben in den Fingern Gichtrheumatose. Was hat das für einen Hintergrund, wenn man in den Fingern Gichtrheumatose? Wir sagen dazu, es ist ein Kümmerersyndrom. Gichtrheumatose ist ein Kümmerersyndrom. Die Leute kümmern sich um alles und um jeden, nur nicht um sich selbst. Und wenn sie dann Gichtrheumatose in den Fingern kriegen, sind sie nicht mehr in der Lage, sich um andere zu kümmern. Sie werden sich um sich selber kümmern, sie werden sich lernen, sich wieder selber anzunehmen, sich selber zu lieben. Deshalb kriegen sie Gichtrheumatose. Fibromyalgie oder Weichteilrheuma ist ja genau derselbe Hintergrund. Aber wo sitzt die Ursache, wenn jemand ein Kümmerer ist, Gichtrheumatose hat? Und das kann man am kleinen Finger sehen. Die Ursache für Gichtrheumatose ist die Verletzung während den ersten 6 Lebensjahren. Dort sitzt die Verletzung für Gichtrheumatose. Lass das sein, du kannst es nicht, du taugst nichts, das ist zu schwer für dich, hör auf damit, das schaffst du nicht. Dort und jetzt, wenn man das dir immer wieder suggeriert, dass du nichts taugst, dass du nichts schaffst, dann fangst du an zu beweisen, ich schaff das, ich kann das. Und dann wirst du extrem einer, der sich überall diese Anerkennung einarbeitet, ein Kümmerer, damit du Aufmerksamkeit bekommst, damit du Anerkennung bekommst, das kriegt Rheumatose. So, und jetzt ist ja immer die Frage, man kann das unglaublich schnell feststellen, aber wie kann ich es auflösen? Das ist ja die Frage, wie löse ich Gichtrheumatose auf? Gibt es da eine Möglichkeit? Ganz einfach, indem du bewusst sagst, egal was du tust, ich muss es nicht tun, ich darf es tun. Damit nimmst du dir aus dem Unterbewusstsein den Druck raus, dass du etwas tun musst und du darfst es tun. Denk doch mal selber drüber nach, mach dir mal Gedanken, egal was du tust. Unser Spruch lautet doch immer, ich muss einkaufen, jetzt muss ich nur dahin, jetzt muss ich dahin, jetzt muss ich dahin, jetzt muss ich dahin. Und mach dir bewusst, du bekommst jede Sekunde 1 Million neue Zellen. Jede Sekunde. Und die informierst du, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Dann kommst du immer in den Zwang, was tun zu müssen. Veränder das muss und sag, ich darf. Weil du musst gar nichts, gar nichts. Wer ist hier und denkt, er muss jeden Tag kochen zu Hause in der Familie? Wer? Warum denkst du, dass du kochen musst? Weil ich es schön finde, wenn meine Familie zusammensitzt und mit mir isst. Ja, aber warum denkst du, dass du kochen musst? Du kannst ja trotzdem mit deiner Familie zusammensitzen und essen. Ja, wer soll sonst kochen? Es gibt 7 Millionen Menschen auf der Welt, die für dich kochen würden. Du darfst dir nur die passende suchen. Ja, das ist die Einstellung. Versteht ihr? Deshalb ist es wichtig, dass du sagst, ich muss nicht kochen, ich darf kochen. Das ist ganz wichtig. Wenn man durch die Macht der Gedanken, denkt immer dran, die Gedanken steuern uns. Die Gedanken sind ganz wichtig. Und wenn ihr euch dessen bewusst seid, ihr müsst nichts tun, ihr dürft es tun, gewöhnt euch das an. Ich sage euch, euer Leben verändert sich allein durch diese Vorstellung, ich darf es tun. Es wird eine Leichtigkeit sein. Ich kann mich in meiner Businesszeit ganz gut erinnern, in meiner Businesszeit war das immer so, da musste ich noch das tun, da musste ich noch das tun, da musste ich noch das tun und jeden Tag kam der Druck.
Und wenn sie dann so am Schreibtisch dieser Bücherstapel oder Aktenstapel immer höher wird, jetzt muss ich nur das, jetzt muss ich nur das. Eines Tages habe ich so ein Gespräch geführt, abends beim Bier, und dann sagt einer zu mir: Reinhard, du hast mir doch mal vor Jahren erzählt, du musst nicht, du darfst. Wieso sagst du dir das? Klar, wie Schuppen vor den Augen ist mir das runtergefallen. Ab dem Tag habe ich gesagt, ich darf das tun. Und ich sage euch, innerhalb von 4 Tagen war der Schreibtisch aufgeräumt, weil ich es nicht mehr tun musste. Und das nennt man ein persönliches Management, wie du dich von deinen Gedanken her sortierst. Ich muss es nicht tun, ich darf es tun. Aber was ist der Hintergrund? Warum muss ich? Ich muss, weil ich wieder die Verletzungen in den ersten 6 Lebensjahren, lass es sein, du schaffst es nicht, du kannst es nicht. Deshalb sind wir in diesem Drang, immer alles tun zu müssen. Und so geht es ständig weiter. Also ich hätte schon 1000 Fragen. Habt ihr keine Fragen? Wir hören dir zu. Gehört Skoliose dazu? Skoliose ist ja was anderes. Die Skoliose hat ja was mit einem Gerüst des Lebens zu tun. Die Skoliose ist der seelische Druck, der auf dir lastet. Der seelische Druck der Wertigkeit in der Familie. Alles, was mit Skoliose zu tun hat. Und dann kommen natürlich nachher die Schultern dazu oder die Hüfte dazu. Und hier unterscheiden wir die einzelnen Bereiche. Die Skoliose selber ist ein Wertigkeitsthema, dass du nicht in deiner Erdung drinstehst, in deinem Selbstbewusstsein. Hier könnte die Ursache sein für Skoliose, dass wenn dein Vater oder deine Mutter erzählt, dein Vater, hey Karl, ich bin schwanger, dann hat er einen Gedanken und sagt, hoffentlich wird es ein Junge. Auch das könnte die Ursache sein für Skoliose. Ein Wertigkeitsthema, der seelische Druck, der auf dir lastet, der ist zu stark. Aber ich habe keine Skoliose. Habe ich auch nicht behauptet. Aber du fühlst dich angesprochen. Der Ex-Freund, ja? Wertigkeitsthema. Der seelische Druck in der Familie. So, aber wie könnte man Skoliose auflösen? Die Wertigkeit steigern. Und das ist bei vielen Sachen, bei sehr vielen Sachen, ist es eigentlich eine ganz einfache Geschichte, die Wertigkeit steigern. Man nennt es die Spiegelübung. Es gibt eine ganz tolle Übung, die man schon in vielen Völkern und in vielen Kulturen, früher hat man keinen Spiegel gemacht, da hat man das am See gemacht. Könnt ihr so in manchen alten Filmen könnt ihr das anschauen, wenn die Leute so am Wasser sitzen und sich im Wasser anschauen. Man nennt es die Spiegelübung. Du bekommst jede Sekunde 1 Million neue Zellen. In 10 Minuten sind es 600 Millionen neue Zellen, die du bekommst. Spiegelübung nennt man 4 Wochen lang jeden Tag 10 Minuten nackt vor dem Spiegel zu sitzen. Wohlbemerkt nackt, weil die kommen immer zum Kontrollieren. Jetzt musst du dir anschauen, dass die nackt vor dem Spiegel sitzen. Das ist ja wichtig, oder? Warum nackt? Und vor allem, warum nicht sagen? Durch die Macht der Gedanken, und ich sag dir das, probier das aus. Ich habe das versucht, 1 Jahr lang, bis es mir gelungen ist, 4 Wochen das am Stück zu machen. 1 Jahr lang habe ich gebraucht. Die gehen 100.000 Gedanken durch den Kopf. Der erste Mal, nachdem ich das gemacht habe, am ersten Tag, habe ich danach gesagt, so ein Scheiß. So was Blödes. Da gingen mir 1.000 Gedanken durch den Kopf. Ich sage euch das. Und dann habe ich es wieder, nach 3 Wochen, habe ich es wieder 2 Tage geschafft. Ach, so ein Schmarrn. Das geht ja mal gar nicht. Oder neulich ruft mich nachts eine Frau an, um 1:30 ruft sie mich an. Reinhard, ich sitze gerade vor dem Spiegel, aber mir ist so kalt, ich habe einen Bademantel angezogen. Gibst du den Bademantel auf? Das ist schon nachts um 1:30, oder? Das ist unglaublich. Warum ist das so? Durch deine Gedanken, wie du aussendest, geschieht bei dir etwas im Unterbewusstsein. Und durch diese Spiegelübung steigerst du dein Selbstwertgefühl. Aber es funktioniert wirklich nur dann, wenn du das 4 Wochen am Stück machst, jeden Tag 10 Minuten. Weil nach diesen 4 Wochen hast du so viele Zellen in dir umprogrammiert, dass sich das dann von selber entwickelt wie eine Lawine in deinem Körper. Wenn du das unterbrichst nach 2, 3 Tagen oder nach 4 Tagen, dann kannst du das wieder von vorne beginnen. Weil die Lawine, die sollte im Rollen sein, sonst bricht sie zusammen.
Und deshalb, ich sage euch das, das ist für Leute mit Depressionen, für Wertigkeitsthemen, für Migräne, für hohen Blutdruck, für niedrigen Blutdruck ein wirkungsvolles, einfaches Mittel. Und es funktioniert. Bitte. Weil du gesagt hast, sind so viele Gedanken kommen. Was soll ich aber jetzt mit den Gedanken machen? Oder? Gar nichts. Ja. Beobachte die Gedanken, wie sie kommen und wie sie gehen. Ja, okay. Also das heißt, man soll aber auch nichts Bestimmtes denken dabei. Gar nichts. Versuch's zumindest. Es wird dir die ersten 14 Tage wirst du unglaublich viele Gedanken haben. Aber ich verspreche dir, nach 14 Tagen kommt diese innere Ruhe und die wird immer stärker. Und du kriegst immer mehr das Vertrauen zu dir selber, die Eigenliebe wächst unglaublich. Das Selbstwertgefühl wächst unglaublich. Ich habe viele Leute, die im Management tätig sind, weil ich immer wieder in so Berufsgruppen noch Beratungen mache, denn ich diese Spiegelübung als Hausaufgabe mitgebe, damit sie hinterher, wenn sie vor einer Gruppe Leute stehen, einfach auch einen Vortrag machen können, ohne dass sie ständig rumzappeln und rumrennen und nervös sind, dass sie einfach ganz relaxed dastehen und sich wie eins von den Leuten im Publikum fühlen. Und das kommt durch die Spiegelübung, wenn man das Selbstbewusstsein hat, das Vertrauen, ich bin, wie ich bin. Wir sollten uns vorstellen, wir haben ungefähr 40.000 Gedanken am Tag. 40.000. Diese 40.000 Gedanken, die wir haben, davon sind 40% von dem, was gestern war. 30% von dem, was morgen sein wird. Und nur 30% vom Hier und im Jetzt. Und wenn wir uns angewöhnen würden, im Hier und im Jetzt zu sein, dann wären wir in unserer Mitte. Aber was tun wir? Wir hängen den Gedanken nach, was gestern war. Hätte ich nur das so gemacht. Hätte ich nur das. Hallo, du hast es erledigt. Haksam. Du kannst es nicht mehr verändern. Es ist vorbei. Oder, ach, morgen mache ich das. Morgen mache ich das. Weißt du, ob du morgen noch lebst? Weißt du das? Was machst du dir Gedanken um morgen? Weißt du, ob du morgen noch lebst? Wenn ich denke, als mein Bruder gestorben ist vor 14 Jahren, wir saßen am Abend zusammen und haben so darüber geredet, morgen machen wir eine Radtour. Da habe ich gesagt, hört auf nachzudenken. Regnet es morgen, können wir eine Radtour machen, stirbst du morgen und in der Nacht ist er gestorben. Komische Aussage. Aber es sind so Geschichten. Drum, wichtig ist, dass du begreifst, egal was du tust, steh zu dem, was du tust. Und das ist ganz, ganz wichtig. Steh zu dem, was du tust, was du sagst, was du machst. Und versuche nicht irgendjemand irgendwas schön zu reden. Und das Phänomenal ist ja, wir haben ja oft Leute, die nachts ins Bett, abends ins Bett gehen, nach 10 Minuten wachen sie auf oder morgens in der Früh, dann kommt dieses berühmte Hamsterrad. Kennt ihr das, oder? Dann kommen die Ängste. Schaffe ich das, kann ich das, soll ich das, soll ich das? Hier kann man das Unterbewusstsein ganz locker überlisten, indem man eurem Unterbewusstsein drei Fragen stellt. Ganz einfache drei Fragen. Banal wie so ein Mantra, woher kommt mein nächster Gedanke, wie riecht mein nächster Gedanke, was für eine Farbe hat mein nächster Gedanke. Auf diese drei Fragen kennt euer Unterbewusstsein keine Antwort. Und es gibt keine Antwort drauf. Aber aufgrund von diesen drei Fragen vergisst euer Unterbewusstsein die anderen 40.000 Gedanken. Woher kommt mein nächster Gedanke? Wie riecht mein nächster Gedanke? Und was für eine Farbe hat mein nächster Gedanke? Diese drei Fragen sagt euch auf, wie so ein Mantra. Und probiert es aus. Ihr werdet einschlafen wie so ein Murmeltier. Leute, die schnarchen zum Beispiel. Schnarchen hat ja was damit zu tun für nicht aufgearbeitete Tagesthemen. Das ist die Ursache für Schnarchen. Nicht aufgearbeitete Tagesthemen liegt wieder weit zurück, die Verletzungen der Wertigkeit. So, und wie kann ich jetzt diese Tagesthemen, die ich arbeite, du musst dir vorstellen, hier ist die Wachphase, hier schläfst du, da denkst du, du schläfst. Hier arbeitet aber dein Unterbewusstsein und hier ist das Schnarchen zu Hause. Jetzt muss ich mal das machen. So ungefähr läuft das ab. Und mit diesen drei Fragen, Wachphase, Schlafphase, kommt in die Tiefschlafphase.
Dort verliert das Unterbewusstsein diese 40.000 Gedanken und ihr werdet schlafen wie ein Murmeltier. Stellt euch im Wecker, sonst schwarz ihr nicht mehr auf. Das ist ganz wichtig. Gut, gehen wir weiter. Bitte, ganz hin. Häufige Erkältungen. Husten, Erkältung hat immer was damit zu tun. Es ist eine allergische Reaktion auf Angst. Hier ist ein Wertigkeitsthema bei Erkältungen, das Selbstwertgefühl. Hier kannst du es auflösen durch die Spiegelübung. Wertigkeit aufbauen, das ist Erkältung. Husten, Schnupfen, alles was mit Erkältung zu tun ist, eine allergische Reaktion auf Angst, ein Wertigkeitsthema. Spiegelübung. Bandscheibenvorfall. Auch hier bei der Bandscheibe ist es so, wenn du zu wenig Wasserdruck trinkst, und der seelische Druck, der auf dir lastet, da ist hier ein Familienthema, Bandscheibenvorfall. Heb mal deine Finger so zu mir, mit dem Rücken zu mir. So, bist du Rechtshänder, Linkshänder? Rechtshänder, erzähl mir was von deinem Vater. Ganz weit zurück. Ja. Ganz weit zurück. Ein sehr strenger Vater. Danke, reicht mir schon. Warum reicht mir das schon? Ich brauche keine Geschichte. Sein Bandscheibenvorfall ist die Ursache, ein Sohn-Vater-Konflikt. Dort ist die Wertigkeit, ich bin nicht gut genug, deshalb ist der seelische Druck, der auf ihn lastet, wie eine Presse, eine Tonnenpresse, die presst ihn seine Bandscheiben zusammen. Und hier ist ein Wertigkeitsthema, ich kann nicht mich dagegen anstellen, ich schaffe das nicht, ich kann nicht widersprechen, ich tue, was er sagt, ich tue, was er denkt. Und dieser seelische Druck, der liegt auf dir wie so eine Tonnenpresse, das sind deine Bandscheiben. So, hier ist es wichtig, wie kann er das verändern? Wichtig ist das Wasser trinken, pro 10 Kilo Körpergewicht 0,3 Liter Leitungswasser, das ist so ein Muss. Und dann egal, was du tust die nächsten 8 bis 10 Wochen, ich muss es nicht tun, ich darf es tun. Damit nimmst du diese Baumstämme aus dem Teich raus und dein Körper regeneriert sich wieder selber. Aber der seelische Hintergrund, und das ist wichtig, man muss sich das etwa so vorstellen, jeder einzelne Buchstabe hat eine gewisse Schwingung. Und die Buchstaben aneinandergereiht ergeben ein Resonanzfeld. Aufgrund von der Sicht an seinen kleinen Finger konnte man sehen, wo die Verletzung der Seele ist. Jetzt habe ich ihn gefragt, erzähl mir was über deinen Vater. Er beginnt einen Satz zu sagen, diese paar Buchstaben erzeugen eine Schwingung in seinem Unterbewusstsein und jetzt arbeitet sein Unterbewusstsein durch die Schwingung, die Baumstämme raus aus dem See, die alles mit seinem Vater zu tun hat. Und dadurch löst sich das von selber auf. Nicht ich mache das, sondern ich helfe ihm nur, seiner Seele in die Kommunikation zu führen. Und jetzt arbeitet seine Seele das von ganz alleine auf. Und wenn diese Schwingungen raus sind, diese Blockaden, diese Baumstämme, dann, wie geht es dir, wenn du das hörst, Vater? Die Konflikte fallen ein. Und genau das ist der Punkt. Wir neigen dazu, egal was wir tun, immer wenn wir etwas tun, wie so ein großes Glas, kommt alles da rein und dann kommt der Deckel drauf. Wir ignorieren das, weil wir einfach wieder durch viele Sachen abgelenkt werden. Und der Deckel, der wird immer, pass auf, alles rein, Deckel drauf. Und jetzt habe ich einfach, durch das, dass ich gesagt habe, erzähl mir was über deinen Vater, den Deckel aufgemacht, jetzt kommt alles raus, was mit dem Vater zu tun hat. Und dadurch wird der See ruhiger und es löst sich von selber auf. Bitte. Ja, was ist der Hintergrund für Obereinstellung? Vor Obereinstellung, das ist der Hintergrund, das ist ein Wertigkeitsthema, wo man sich nicht sicher ist, wie stabil stehe ich, bin ich selbstbewusst genug, schaffe ich das, die Ursache ist die Ablehnung während den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten, dort kommt die Ursache. Darf ich deine Finger sehen? Bist du rechts, Linkshänder? Rechts. Rechts, bitte so, ganz locker lassen, nicht verkrampfen. Auch hier kann man sehen an den Daumen. Die Daumen, die machen so einen Knick nach außen, kann man sehen. Das heißt, diese Seele ist eigentlich gar nie richtig gelandet. Als deine Mutter mit dir schwanger war, gab es ein Thema zwischen deiner Mutter und deinem Vater, das deine Seele verletzt hat und deshalb stehst du nicht ganz geerdet in deinem Leben. Du knickst
in dich zusammen, weil der Druck zu arg ist. Auch hier die Spiegelübung, die Wertigkeitsthema ist ein ganz wichtiger Faktor für dich und dann richtet sich das wieder von selber auf. Bitte sehr. Gehen wir erst da hinten. Ich habe Lymphe, Wasseransammlung. Lymphe haben ja immer was damit zu tun, mit Wertigkeit. Auch hier liegt die Wasseransammlung, ist ja so, du sammelst in dir alles, du willst nichts preisgeben. Du musstest als kleines Kind während den ersten 6 Jahren auf vieles verzichten und das sammelst du jetzt in deinen Gedanken. Hier ist ganz wichtig für dich, wenn du diese Wasseransammlungen hast, dass du zurücknimmst die Verletzungen aus den ersten 6 Lebensjahren, dass man das dort auflöst. Hier würde ich dir empfehlen, dein inneres Kind, innere Frau, inneres, kommt nachher ein toller Vortrag über inneres Kind, lebe das innere Kind, dann verändert sich das, die Lymphe mit der Liebe im Herzen, die Wertigkeit und dann löst sich das auf. Dann haben wir hier. Herzrhythmusstörungen hat was damit zu tun. Finger bitte hoch. Auch hier kann man sehen, bist du Rechtshänder, Linkshänder? Rechtshänder ist ein Sohn-Vater-Konflikt, die Herzrhythmusstörungen. Und hier ist es ganz interessant bei dir. Deine Verletzung war so stark, dass sich der Finger so krümmt, dass hier im tiefen Unterbewusstsein die Thematik ist, für den mache ich keinen Finger mehr krumm. Und deshalb hast du Herzrhythmusstörungen. Dir fehlt die Liebe im Herzen, weil deine Seele verletzt wurde während der ersten 3 Schwangerschaftsmonate. Dort ist die Ursache bei dir. So, Aufarbeitung. Hier sagt man die Aufarbeitung der 9 Schwangerschaftsmonate, die Gedanken der Eizelle, Samenzelle, Urzelle und dann die 9 Schwangerschaftsmonate aufarbeiten, dann verschwinden deine Herzrhythmusstörungen. So, gehen wir hier. Darmprobleme bzw. die Vertikeln. Ich bin kein Schulmediziner, mit mir muss Schwäbisch schwätzen oder Wernerisch, das kannst du auch, das verstand ich auch, oder Schweizerdeutsch, ja? Das kann man schon gut erfinden. Ist jemand aus der Schweiz? Also, Schweizerdeutsch ist ja auch eine Sprache, oder? So sagt man. Bitte, alles was mit Darm zu tun hat. Alles, was mit Darm zu tun hat, hat was damit zu tun, mit den Verletzungen während den ersten 6 Lebensjahren, dass man schluckt, dass man nicht sagt, was man denkt, was man fühlt. Die Ursache liegt hier für alles, was mit Darm zu tun hat. Hier hat es was damit zu tun, sei ruhig, sei leise, sag es nicht, der Papa will schlafen. Dort sitzt die Ursache für Magen-Darm-Probleme. Ist ein Wertigkeitsthema. Spiegelübung und was ganz wichtig ist, alles, was dich bedrückt, alles, was dich belastet, geh raus in die Natur, erzähl's der Natur. Erzähl's dem Fluss, der Fluss nimmt's mit, erzähl's dem Wind, der nimmt's mit oder erzähl's den Bäumen. Sprich über alles laut, denn jedes gesprochene Wort erzeugt eine Schwingung. Denk an den See, das gesprochene Wort löst die Balken aus dem See und es entsteht wieder eine Harmonie in dir und du heilst dich selber. Burnout ist ein Wertigkeitsthema, ein Thema der ersten, und hier ist es interessant, bei Burnout ist es ein Thema während dem 3. und dem 6. Lebensjahr. Dort ist die Ursache gelegt, Wertigkeit, ich tauge nichts, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, lass das sein, hör auf damit, Spiegelübung, Burnout. Ganz hinten. Eine Aufwachepilepsie, das ist nicht am Tag, sondern ist vom Übergang vom Schlaf in den Morgen, ja. Also beim Aufwachen. Epilepsie hat was damit zu tun mit einem Schockerlebnis während den ersten 1,5 Lebensjahren. Dort ist die Ursache gelegt und wenn es mit dem Aufwachen was zu tun hat, dann kommt diese Epilepsie, dieses Schockerlebnis in deinem Unterbewusstsein. Dieses Schockerlebnis ist entstanden, als du geschlafen hast. Mein Sohn. Ja, oder halt dein Sohn. Aber dort ist die Ursache, das heißt, das könnte auch passiert sein, als du mit ihm schwanger warst, kurz vor der Geburt. Auch da könnte ein Schockerlebnis sein. Und ich vermute, dass du da irgendetwas gehabt hast, was dir Angst gemacht hat. Und deshalb ist es in der Tiefschlafphase passiert. Kannst du dich da an was erinnern? Wird kommen, wirst sehen. Aber normalerweise sagt man, während den ersten 1,5 Lebensjahren, dort ist die Ursache dafür gesetzt. Egal, was für eine Art der Epilepsie, sagen wir. Alles, was mit Epilepsie zu tun hat, Schockerlebnis während den ersten 1,5 Lebensjahren. Und jetzt ist das Phänomenale, wie löse ich dieses Schockerlebnis? Und da gibt es in der Schule der Geistheilung auch eine ganz interessante Parallele.
Und zwar den Trafo haben wir gestern Abend festgestellt. Und das ist ein ganz toller Griff, wo man das aus dem Trafo lösen kann. Jetzt suche ich bloß gerade jemanden, der wenig Haar auf dem Kopf hat. Nicht, weil er Haarausfall hat, sondern es ist ja ein ganz einfaches Spiel. Wenn der Verstand wächst, dann müssen die Haare weichen. Gell? Das ist ja klar. Das ist ja logisch. Man sagt dazu, darf ich? Bitte. Ihr habt gelernt in der Schule der Geisthalle bei Mars Krone, das sind jetzt immerhin schon 10 Jahre, dass hier hinten der Trafo sitzt. Liege da richtig? Auch hier, man sagt dazu im Schamanismus, alle Schockerlebnisse sitzen dir im Nacken. Wie der Schalk sitzt dir im Nacken, sagt man dazu. Oder die Angst. Alles, was zu uns passiert, setzt sich bei uns im Nacken fest. Und da gibt es einen Griff. Und hier heben wir hier im Nacken, diesen Griff, hier. Und die Intention ist Blockade lösen. Das heißt, hier ziehe ich, wo dieser Schädel zusammenläuft, die 2 Finger ziehe ich hier nach oben, nehme einen ganz leichten Knick nach vorne und nach hinten, seitlich diesen Knick und gehe einmal im Ring und die Blockade ist raus. Epilepsie. Ich sage ein Beispiel. Ein junges Mädchen, so 21 Jahre, bei den Eltern wurde zu Hause eingebrochen. Und das Mädchen ist alleine zu Hause. Das Mädchen schreit wie am Spieß, die Einbrecher flüchten. 8 Tage später, genau die gleiche Situation. Mädchen alleine zu Hause, die Einbrecher kommen, das Mädchen schreit und fällt um. Kann nicht mehr aufstehen. Die Eltern kommen am Abend nach Hause, das Mädchen liegt am Boden, sie kann nicht mehr aufstehen. Dann ist sie ins Krankenhaus gebracht worden, man hat sie in die Röhre geschoben, man hat alles Mögliche gemacht. 3 Monate lang hat die eine Odyssee durchlaufen, von einer Klinik zur anderen. Bis man sich entschlossen hat, das ist ein psychisches Problem bei ihr, man schickt sie jetzt in eine Spezialpsychiatrie und behandelt sie dort. Und ich sage, wenn sie da reingekommen wäre, hätte sie der Katz gehört. Die Mutter schaut auf YouTube Filme von mir an. Ich habe so 2, 3 Filme auf YouTube oder 20 oder mehr. Die Mutter schaut den Film an, ruft mich dann am nächsten Morgen an, ob sie mit ihrer Tochter kommen kann. Ich sage, na, jetzt ist keine Zeit, in 3 Tagen. Warum ich das sage, kann ich euch nicht sagen. Es gibt so Phasen, da passiert einfach nichts. Und in 3 Tagen kommt sie und ich mache diesen Griff, so wie hier jetzt gerade, nur diesen Griff, ganze 20 Sekunden. Sie steht auf und läuft. Ich kann eigentlich nicht erklären, was da passiert. Sie steht auf und läuft. Und es gibt phänomenale Sachen, die kann man nicht erklären. Ich war auf den Philippinen. Wir haben ja gestern das auch schon mal ganz kurz angesprochen, diese geistigen Operationen, wo man mit der bloßen Hand in den Körper fasst. Und die Dematerialisierung macht, das den Tumor rausnimmt oder was auch immer. Und in derselben Sekunde schließt sich wieder die Haut. Und auch dort habe ich erleben dürfen, als ich hier über 160 OPs als Assistent gearbeitet, es gibt Phasen, wo der einfach sagt, heute geht es nicht. Weil heute das Fenster nicht auf ist, dass die Energie fließt. Und das muss man respektieren und darf man respektieren und dann geht es wieder. Und das ist eine phänomenale Sache. Und so war es bei dem Mädchen auch. Das Fenster war zu, da konnte ich nichts tun, das Fenster hat sich geöffnet und es ging. Ich habe eine Schülerin, die hat bei mir das Seminar gemacht, die sitzt seit 12 Jahren im Rollstuhl. Kann ich euch nachher zeigen, habe ich aufgenommen. An dem Tag, als sie ihr Seminar begonnen hat, habe ich zu ihr gesagt, in einem Jahr wirst du laufen. Und genau auf den Tag, ein Jahr, ist sie gelaufen. Genau auf den Tag hat sie ihr Diplom bei mir abgeholt. Kann ich euch zeigen, habe ich. Und wenn du gesagt hättest, ein halbes Jahr? Ich habe das nicht gesagt, ein halbes Jahr, ich habe gesagt, genau ein Jahr. Weil das war die Information, die ich bekommen habe. Deshalb konnte ich nicht ein halbes Jahr sagen. Wenn ich von der geistigen Welt die Information bekommen hätte, für ein halbes Jahr hätte ich das so gesagt. Ich kann euch das nicht sagen, das ist einfach so. Und genau so war es, auf den Tag. Das ist phänomenal. Bitte. Die Hornhaut meines Auges ist an 4 Stellen vor ein paar Jahren geplatzt. Und einmal genau in der Mitte auf der Pupille
Und da habe ich jetzt so, weiß ich nicht, die einen sagen Narbe, die anderen nennen es Geschwür. Eigentlich sagen sie alles, gibt es gar nicht. Und es durchblutet sich selber. Das hat sich da auch. Also bist du Rechtshänder oder Linkshänder? Ich bin Rechtshänder. Du bist Rechtshänder. Das rechte Auge? Ja, es ist das. Dann gibt es ein männliches Thema, das du nicht sehen willst. Hier gibt es ein Thema, vor dem sich dein Auge verschließt. Eine Verletzung, eine Demütigung, eine Erniedrigung. Hier muss man nachschauen, hier kann man auch nachschauen, in welchem Bereich das ist. So, hier ist es wie an den See, denk an diese Blockade von dem See. Hier gibt es eine ganz spezielle Methode, die die Russen auch lehren, das ist die Zwei-Finger-Technik. Du nimmst einen Finger hier rechts und einen Finger hier links, die anderen Finger in der Luft. Das machst du jeden Tag 2 Minuten und dann regeneriert sich dein Körper von selber. Das war ganz witzig, eine Zuhörerin mit 4,5 Dioptrien, die hat es nach 6 Monate lang gemacht, jeden Tag 2 Minuten. Dann ruft sie mir an und sagt, Reinhard, stell dir vor, meine Augen sind immer schlechter geworden. Und da bin ich zum Augenarzt, dann hat er das geprüft und sagt, Herr Mädel, du hast eine falsche Brille, du hast 4,5 Dioptrien, du brauchst bloß 1,5. Das passiert auch. Nochmal, ihr solltet euch immer bewusst machen, euer Körper ist so hochintelligent und das, was wir machen nichts anderes, wie nur das Unterbewusstsein anschieben. Wichtig ist, wenn ihr das macht, alle, die eine Brille tragen, die anderen Finger müssen in der Luft sein. Das ist ganz wichtig. Und euer Körper ist so hochintelligent, ihr lasst nichts anderes, wie durch euer Herznebenchakra, das hier über den Händen läuft, dass der die Liebe des Herzens über die Blockaden löst und es löst die Blockade auf. So einfach ist das. Kann man da die alte Sehschwäche auch wirken in der Richtung? Alte Sehschwäche gibt es ja nicht. Das ist so. Das gibt es nicht. Okay, gehen wir mal darüber. Bitte? Schilddrüse unter Funktion, Überfunktion hat was damit zu tun mit dem Wertigkeitsthema. Sei ruhig, das ist ein Kommunikationsthema, hat da was mit dem 5. Chakra zu tun. Das 5. Chakra hängt zusammen mit dem 3. Chakra in der Kommunikation. Das heißt, auch hier sagst du nicht, was du denkst, was du fühlst, du schluckst sehr viel. Und weil du nicht sagst, was du denkst, hast du ein Wertigkeitsthema, Schilddrüse. Spiegelübung. Und dann natürlich rede mit der Natur, weil oft ist es ja so, man kann mit einem Partner nicht reden und ihm sagen, was man wirklich denkt, weil man ihn liebt und ihn nicht verletzen will. Aber das ist eigentlich falsch. Normal sollst du so viel Selbstbewusstsein haben, dass du sagst, was du denkst, was du fühlst. Und wenn es den anderen auch mal verletzt, das ist aber ehrlicher, wie wenn man ihm dauernd so um den Bart rumredet. Das ist Schilddrüse. Okay? So. Bitte? Diabetes. Du bist doch Diabetes. Ein Kümmerer. Diabetes. Diabetes hat was damit zu tun mit der Süße des Lebens. Auch hier Diabetes die Ursache der Verletzung während den ersten 6 Lebensjahren, die Freiheit nicht zu leben. Auch hier mit der Schilddrüse ähnlich gelagert. Man sagt nicht, was man denkt, man sagt nicht, was man fühlt. Das hat was mit der Süße des Lebens. Man hat auch Diabetes, und das ist das Phänomenale, Diabetes hat auch was Ähnliches mit zu tun wie Hallux zum Beispiel. Das ist eine ganz andere Richtung, aber auch der Hallux hat was damit zu tun. Man tut nicht das, was man will, man tut das, was andere von einem erwarten. Und das ist Diabetes. Man tut das, was andere von einem erwarten, nicht das, was ich tun will. Und beim Hallux, das ist ja auch ganz interessant, der Hallux ist ja sehr schmerzhaft und viele Frauen lassen sich den operieren. Und es bringt eigentlich gar nichts, weil der seelische Hintergrund nicht ist. Hallux hat was damit zu tun, wenn du nicht das tust, was du willst. Ich versuche euch da ein Beispiel zu sagen. Du hast vor, dass du heute zum Shoppen gehst nach Salzburg. Und dann ruft die deine Freundin an und sagt, du, lass uns doch heute nach Wien fahren oder nach Graz oder nach Klagenfurt. Aber eigentlich wollte ich nach Salzburg. Naja, dann fahren wir halt nach Klagenfurt. Du tust nicht das, was du willst, du tust das, was andere von dir erwarten. Das ist Hallux. So, und jetzt ist die Frage, kann man Hallux verändern? Hallux verändert sich, wenn du konsequent das tust, was dir dein Bauchgefühl sagt. Und nicht mehr darauf achtest, was andere von dir erwarten. Das ist Hallux. Bitte. X-Bein. X-Bein, ähnlich wie bei O-Bein.
bei X-Beine, du versuchst dich in deinem Leben abzustützen, stabil zu stehen, weil du ein Wertigkeitsthema hast. Deshalb die X-Beine. Immer wenn wir unsicher sind und schwanken in unserem Leben, dann stützen wir uns ab. Und wie können wir uns am besten stützen, wenn nur die Beine so nach außen waren? Das sind X-Beine. Das ist ein Wertigkeitsthema, Spiegelübung. Dann löst sich das wieder auf daneben. Was ist auch das? Ein Ferrari, oder? Mustang, MS. Du musst immer schauen, hier gibt es verschiedene Ursachen von MS. Hier musst du schauen, was ist der Hintergrund, was kann ich aufgrund von MS nicht mehr tun? Hier ist es oft so, MS, das sind die Leute, die zu perfekt in ihrem Leben waren, die immer allen beweisen wollten, wie gut sie sind. Man kommt hier auf Hochtouren und das ist MS. Also auch hier, wenn man MS was machen will, dann ist es einfach das Zurücknehmen der Perfektion. Ich sag mal, die 5 eine 5 sein lassen und nicht aus der 5 eine 8 zu machen. Das geht einfach nicht. Und was auch ganz wichtig ist, viel Wasser trinken und die Spiegelübungen, dann kann sich das verändern. Das ist ein Wertigkeitsthema. Brustkrebs. Bei dir? Nein. Kümmerer, jetzt hast du das zweite Mal von anderen vor. Was? Dein Mann hat Brustkrebs? Nein, aber er operiert Brustkrebs. Okay. Also bei Brustkrebs unterscheiden wir. Hier ist es wichtig, dass ihr darauf achtet. Wir unterscheiden Brustkrebs links. Links ist dasselbe, Brustkrebs links, Gebärmutter, Eierstock. Das hat was damit zu tun, der Weiblichkeit, die Verletzung während den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten. Dort ist die Verletzung im Herzen. Alles, was mit Krebs zu tun hat, hat was mit dem Blut zu tun, mit der Liebe im Herzen. Brustkrebs links, die Verletzung während den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten. Und dann kommt Brustkrebs rechts. Brustkrebs rechts hat was damit zu tun mit dem Männlichen in dir, die Verletzung während den ersten 6 Lebensjahren. Dazu folgende Information. Ich habe jetzt gerade einen Vertrag gemacht, einen 5-Jahres-Vertrag mit einer Krebsklinik, die in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz jetzt Kliniken aufbauen, die mit der Galvanotechnik arbeiten. Diese Galvanotechnik ist eine Energietechnik mit dem galvanischen Strom, die das ohne Chemie machen, und wir werden von der Schule aus die Leute betreuen mit dem seelischen Hintergrund von Krebsthemen. Deshalb beschäftige ich mich gerade intensiv damit. Das ist eine ganz spannende Geschichte, und da gibt es einen Arzt, den Dr. Meyer aus Regensburg, der diese Technik entwickelt hat, und mit seinem Sohn, der Dr. Florian Meyer, die entwickeln das jetzt mit einer Schweizer Gesellschaft, und das wird eine hochinteressante Geschichte. Wir haben mit denen jetzt eine Kooperation getroffen, dass wir dort den seelischen Hintergrund dafür machen. Und Krebs ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Auch hier bei Krebs ist es ganz wichtig, und ich weiß das von mir aus. Prostatakrebs hat was damit zu tun mit einem Sohn-Vater-Konflikt. Und dazu interessant, mein Vater stirbt 86 und ich bekomme 2004 Prostatakrebs. Stellt euch mal diesen zeitlichen Zusammenhang vor, wie tief das in mir ist. Und ich habe damals meinen Krebs, und das würde ich jedem empfehlen, wenn du eine Unpässlichkeit hast, egal in welcher Art der Unpässlichkeit. Gib deiner Unpässlichkeit einen Namen, heiße sie willkommen, weil sie will dir was sagen. Und kämpfe nicht gegen deine Unpässlichkeit, sondern heiße sie willkommen und frag sie, was sie dir sagen will. Rede mit deiner Unpässlichkeit. Du wirst vielleicht monatelang keine Antwort bekommen. Und mein Gustav hat mir plötzlich nachts im Traum gesagt, schau dir mal dein Vaterthema an. Dann habe ich im Traum mit meinem Gustav gesprochen, was für ein Vaterthema soll ich mir anschauen? Und dann hat er mir im Traum die Geschichte erzählt. Meine 2 Brüder waren Fußballspieler. Und ich war der im Wald rum war. Und darum habe ich immer das Gefühl gehabt, mein Vater liebt mich nicht so wie meine Brüder. Das war die Ursache. Als ich dieses Thema aufgearbeitet habe, das mir mein Gustav erzählt hat, dann bin ich in die Heilung gegangen. Ich habe bis heute nicht eine Tablette, nichts. Und das ist das Interessante. Und hier bei Brustkrebs, muss man wissen, ist es rechte Brust, linke Brust.
Hier kann man das dann, die Blockade lösen, die Spiegelübung machen, die Liebe im Herzen wieder aktivieren und dann löst sich das auch. Aber wie ist das, wenn zum Beispiel eine Patientin dreimal operiert wurde, weil er natürlich immer wieder kam, und ja, weil sie immer wieder Schweißmittelstasen bekam? Weil sie immer wieder kämpft dagegen. Dann Schweißmittelstasen? Bitte? Hat sie Schweißmetastasen bekommen? Ja klar, das ist ja logisch, das ist ja die Folge davon, weil sie alles ja über die Wirbelsäule nach unten entwickelt. Das ist der seelische Druck, den sie hat. Das ist eine ganz normale Folge davon. So, und jetzt ist ja immer die Frage, kann man sowas auflösen oder kann man sowas nicht auflösen? Hier kommt es ja immer darauf an, dass man zuerst die Blockaden löst, aus dem Unterbewusstsein raus, wo, dort wo die Verletzung sitzt, da gibt es verschiedene Methoden, oder? Und dann ist eine ganz wichtige Methode die Spielübung. Ganz wichtige Methode, die Eigenliebe annehmen, sich wieder selber zu lieben lernen, das ist das A und so. Denk an die Macht deiner Gedanken und an die Macht des Herzens. Das Herz versorgt alle deine Organe. Und wenn du nicht in der Liebe bist, und man muss die Organe auch so, das gibt hier auch diese Organsprache in der Schule, oder? Die Organsprache ist ein ganz wichtiges Instrument, um die Liebe in deinem Körper wiederherzustellen, um die Organe gegenseitig in die Verantwortung zu nehmen, dass sie ein Team sind. Weil viele Organe, wenn du mit den Organen kommunizierst, da denkt jeder, er wäre Gott, er wäre Krösus, er hätte alles im Griff. Aber wenn man den Organen bewusst macht, dass das Herz ohne die Lunge nichts kann und ohne die Nieren, dass alle zusammenarbeiten, jedes Organ mit in die Verantwortung nimmt, und da ist das Problem, das Hauptproblem, ist die Eigenliebe, und das haben wir ja gestern Abend auch gesehen. Wer fasst sich von euch jeden Tag ans Herz? Wer hat das heute Morgen gemacht? Ich auch. Ich habe mir auch ans Herz gefasst. Danke, dass du da bist. Danke, dass du für mich schlägst. Ich liebe dich. Und denkt immer dran, laut zu sagen. Das ist wichtig. Laut das gesprochene Wort ergibt die Schwingung. Also sehe ich kein Problem drin. Einer hat die Zeit. Die Zeit. Wie lösen wir das? Okay, jetzt noch deine Frage. Ja, das waren jetzt alles Wertigkeitsthemen. Gibt es auch andere Themen? Ja, es gibt ja auch statt den Wertigkeitsthemen Themen der Angst, Angst zu versagen. Das hat ja auch was, das hat ja auch was damit zu tun, wir müssen ja immer nicht nur die Schuld suchen. Stell dir mal vor, ein junges Mädchen wird schwanger. Was entstehen bei dieser Mutter für Ängste? Kann ich mein Kind versorgen? Bin ich in der Lage, auch das zu sorgen? Oder wenn du an die Nachkriegszeit denkst, die Mutter ist schwanger, wie ist die Zeit für mein Kind in Zukunft? Das muss ja nicht immer was Negatives sein. Es kann ja auch in die positive Richtung gehen. Aber jede Blockade ist ja ein Hinweis, dass du nicht auf deinem Seelenweg bist, das heißt, dass du nicht in deinem Vertrauen bist, dass du in der Angst lebst. Und das ist ja das Phänomenale. Wenn du in deinem Vertrauen bist, in deiner Mitte, dann bist du unantastbar. Unantastbar. Aber wenn du in der Angst lebst, dann kommt alles von außen auf dich ein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich bedanke mich auf alle Fälle. Ich bin heute in der Erfahrung.